In der 16. Staffel von Der Bergdoktor mischt Caro Pflüger gemeinsam mit ihrem Vater Rolf den Gruberhof auf. Dargestellt wird die taffe Tante von Lilly von Barbara Lanz. Diese ist keine Unbekannte im deutschen TV. In erster Linie kennt man die gebürtige Österreicherin von Rote Rosen. In der Telenovela verkörperte sie vor rund 10 Jahren Birgit Naomi Lichtenhagen. Ein gutes halbes Jahr lang war die Schwester von Torben Lichtenhagen in der Serie zu sehen, bis sie gemeinsam mit Frederik Stiller nach Marseille ging. Eine weitere Telenovela, in der Barbara zeitweise in einer Hauptrolle zu sehen war, ist Anna und die Liebe. Darin spielte sie Maja Roth, die große Liebe von Robert Broder, der von Mathieu Carrière dargestellt wurde. Mit dem Moderator Markus Lanz ist Barbara übrigens nicht verwandt. Dafür aber mit der Schauspielerin Elisabeth Lanz. Sie sind Schwestern. Die beiden Frauen standen für eine kurze Zeit auch gemeinsam für Rote Rosen vor der Kamera. Elisabeth übernahm in der 8. Staffel die Hauptrolle der Susanne Winter. Hauptsächlich kennt man sie jedoch als Susanne Mertens in der ARD-Serie Tierärztin Dr. Mertens.